Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der HKCM. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Ich habe mich heute farblich schon mit meinem Poloshirt auf das Thema eingestellt. Es geht heute um den grünen Stoff, es geht um Cannabis. Ja. Bei vielen doch vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, gerade auch in deutschen Medien wieder etwas hochgekocht durch die Debatte der Legalisierung. Ja. Und Anlass, also das ist jetzt nicht der Anlass, die Legalisierung, aber die Charts geben auf jeden Fall dazu Anlass, dass man sich mal mit diesem Markt wieder etwas näher beschäftigt. Ich glaube, viele haben das schon teilweise komplett abgeschrieben oder haben hier schon befürchtet, dass es jetzt überall zu einem Totalverlust kommt. Ich möchte hier auch eins ganz klar vorneweg schieben. Das ist auf jeden Fall immer noch ein Markt, der definitiv natürlich risikobehaftet ist, so wie das mit in jedem neuen Sektor im Endeffekt ja immer ist. Ja, das konnte man ja auch beim neuen Markt, bei den ganzen damaligen Tech-Titeln und so weiter beobachten. Von daher ist es jetzt auch nicht so schockierend für uns, was hier jetzt auch in den letzten Monaten und so weiter teilweise abgelaufen ist. Es war sicherlich eine schwierige Zeit und ich kann es gut verstehen, dass der eine oder andere gedacht hat, da wird nie wieder was draus. Aber die aktuellen Geschehnisse bei einigen Titeln geben hier durchaus Anlass zur Hoffnung. Hier kommt es jetzt in den letzten Wochen doch wieder zu massiven Bewegungen und vor allen Dingen auch mal wieder zu Bewegungen, die dann auch tatsächlich vom Markt weitergetragen werden und die nicht eben innerhalb von ein, zwei Handelstagen dann schon wieder komplett abverkauft werden und wir dann wieder uns mit neuen Lows konfrontiert sind. Ja. Deswegen möchte ich mal heute die Gelegenheit nutzen, mal wieder ein bisschen auf diesen Markt einzugehen, das einfach auch mal wieder wach zu rütteln, dass es sich doch noch hier lohnt, sich da damit zu beschäftigen und uns mal hier ein paar Titel anzuschauen. Fangen wir mal an hier mit einem der größeren Player, Canopy Growth. Wir sehen es auch hier am Chart, klar, auch den hat es im Endeffekt komplett vernichtet. Eigentlich ja seit dem Hoch aus 2018 schon massiv drunter gekommen. Dann hat er nochmal in 21er nochmal ein recht starkes Comeback gehabt und seitdem geht eigentlich auch hier die ganze Geschichte eben mehr oder minder nur noch eine Richtung. Aber man muss ihm hier zugutehalten, das, was er jetzt eben hier momentan imminent an Geschehnissen gezeigt hat hier in den letzten Tagen. Das gibt definitiv auch hier durchaus mal wieder Anlass zur Hoffnung. Man darf hier nicht vergessen, also der Titel hat sich hier zwischenzeitlich auch wirklich verdoppelt von seinen Tiefständen ausgehend. Und mit der Struktur, da muss man jetzt mal noch abwarten. Wir tendieren momentan davon auszugehen, dass das Low eben auch hier drüben stattgefunden hat. Die Alternative wäre, dass vielleicht das Low erst hier drüben dann gewesen ist. Ja, es ist strukturell zwar sehr, sehr schwierig, das zu realisieren. Dann würde sich aber dieser Anstieg noch besser hier einordnen lassen, aber dieser Anstieg ist auf jeden Fall aktuell mal sehr, sehr positiv zu bewerten. Das sieht auch von den Extensionen, die wir hier anlaufen, auch aktuell nicht ganz verkehrt aus, was er hier macht. Also wenn wir mal dabei bleiben, dass er hier unten diese 1,2 eben ausgebaut hat, dann sind wir hier aktuell definitiv auf einem doch recht soliden Weg hier, was diesen Ausbau der Welle 3 angeht. Die hat er gut extendiert, dann lassen wir ihm aber mal noch etwas Luft. Ja. Das beruht auch auf der Substruktur, die Aktie hier ausgebaut hat. Und dann wollen wir danach noch eine Welle 4 sehen und nochmal eine Welle 5, um dann mal eine erste große 1 von den Lows zu komplettieren. Die wird aber auch nochmal korrigiert werden und das ist danach auch der Härtetest, der uns dann hier in den nächsten Wochen dann ins Haus steht hier, ob wir dann wirklich davon ausgehen können, dass es hier bei Canopy dann eben auch tatsächlich zu einem belastbaren Tief dann eben an der Stelle auch gekommen ist. Ne? Dann habe ich noch einen anderen Titel dabei, ich glaube, den hatten wir auch in einem YouTube-Video bislang noch gar nicht thematisiert, und zwar ist es der Titel Green Thumb. Auch der zeigt hier aktuell auch aus unserem Zielbereich heraus jedoch eine sehr, sehr schöne Aufwärtsreaktion aktuell. Das können wir uns auch ein bisschen weiter im Detail anschauen. Das sieht auf jeden Fall mal momentan nicht schlecht aus. Wir wollen jetzt im nächsten Schritt auf jeden Fall sehen, dass sich diese Aufwärtsbewegung hier auch weiter manifestiert, dass wir diese 22,18 $ dann auch überhandeln können und dann eben auch hier das gleiche Spiel, dass wir erstmal eine Welle 1 markieren, dann in einer 2 nochmal zurückkommen und das wird dann eben auch hier genau dann eben auch bestätigen können oder auch nicht natürlich, da muss man offen sein, das muss ich auch an der Stelle hier ganz ehrlich sagen, also ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken in diesem Video, dass ich jetzt hier sage, wir sind hier definitiv überall raus aus der Sache, wir haben die Chance auf eine Bodenbildung, wir haben die Strukturen, um einen Boden einzuleiten, um uns längerfristig jetzt wieder in eine nachhaltige bullische Aufwärtsbewegung zu begeben. Aber da stehen definitiv eben noch Fragen aus, da stehen eben noch entsprechende Bewegungen, Gegenkorrekturen dann aus, um das dann eben auch entsprechend zu manifestieren und zu bestätigen an der Stelle. Ja. Also das Green Thumb, das ist auf jeden Fall auch ein Titel, der hier definitiv nicht ganz uninteressant ist an der Stelle. Dann habe ich noch, ich glaube wahrscheinlich der große
einer der größten Aktien ja überhaupt hier in diesem ganzen Sektor ja weiterhin trotzdem, die ja auch böse verprügelt worden ist, ist halt eben nach wie vor hier Tilray. Ja, dem geben wir aktuell eben auch hier jetzt die Möglichkeit, dass er sich eben hier mit seiner, ja, mit dieser Welle 2 eben auch tatsächlich eben hier die Möglichkeit hatte, seinen Boden möglicherweise einzuläuten und sich eben jetzt hier auch in eine Impulsstruktur begibt. Ja. Dem geben wir hier momentan auch die Chance, dass er jetzt ein 1-2 etabliert hat, seit dem Tiefen kleineres und eben auch hier auf dem Weg ist zu einer größeren 1. Aber auch hier stehen eben jetzt diese zwei Zwischenschritte aus. Wir müssen jetzt mal mindestens hier die Ziele der Welle 3 abarbeiten, also hier mindestens den Bereich von $4.73 anlaufen, dann eine Korrektur und dann von dort aus eben nochmals weiter hoch, ehe wir dann auch diese Struktur nochmal komplett gegen dieses Low hier korrigieren werden. Auch hier dann den Härtetest erfahren werden, ob das jetzt wirklich tatsächlich ein belastbarer Boden sein wird, ja, und wir eben auch hier die Chance hätten, nachhaltig auszubrechen. Ja. Und da habe ich noch einen anderen Titel, da sieht man momentan eben auch, damit man auch mal sieht, wie das eben auch sich aktuell anders entwickeln kann, und zwar ist es der Kollege Symbiotic. Da ist momentan unsere primäre Erwartung tatsächlich eben noch die, dass der nochmal ein Tief ausbauen wird. Ja, das sieht hier folgendermaßen aus. Wir gehen davon aus, dass diese Gegenbewegung hier jetzt letzten Endes in dieser letzten impulsiven Abwärtskaskade eben nur die Welle 4 war. Ja, das hat so lange Bestand, solange wir hier diese 9,72 Euro nicht überhandeln. Ja, solange gehen wir davon aus, dass wir diesen Zielbereich hier unten erreichen. Für diesen Zielbereich ging auch an die Abonnenten eine Kurznachricht raus. Das ist ja immer so, wenn wir Zielbereiche setzen. Ja, also das sind die blauen oder gelben Boxen mit der grünen Umrandung und den Boxkoordinaten dahinter. Dazu ging auch eine Kurznachricht an die Abonnenten raus. Und wir gehen hier eben, wie gesagt, primär noch davon aus, dass er sich diese Box eben noch abholen wird. Ja. Die Alternative besteht, ja, dass das Tief drin wäre. Ja, dann müsste er jetzt aber hier imminent dann auch massives Momentum zeigen, über die $8.20 ausbrechen. Und dem geben wir momentan erst eine Wahrscheinlichkeit von 25%. Warum? Weil diese Struktur, die hier in diese 1 hineinläuft, einfach doch wenig indikativ dafür ist, dass es sich hier tatsächlich um eine nachhaltige Impulsbewegung handelt. Und wir müssten dann in der Folge hier nochmal einen 1-2 jetzt ausgebaut haben. Deswegen sage ich ja, also der müsste jetzt hier schon ganz, ganz, ganz massives Momentum in den nächsten Tagen und Wochen aufnehmen, wenn er sich eben an der Stelle hier schon befreien wollte. Deswegen das aktuell noch doch etwas weiterer Weg für diese Aktie, um da wirklich einen größeren Befreiungsschlag durchzuführen. Ja. Wenn wir das mal hier alles zusammenfassen, denke ich mal, kriegt man jetzt einen ganz guten Eindruck. Es hat sich hier einfach in den letzten Tagen und Wochen von den Tiefs doch einiges bewegt. Ja. Auch durchaus doch recht relevante Bewegungen, auch von ihrer prozentualen Ausdehnung, aber muss auch fair bleiben, haben wir immer wieder gesehen. Ja. Was wir aber jetzt in den letzten Wochen eben beobachten, ist halt, wie gesagt, dass es nicht solche Eintagsfliegen jetzt auch gewesen sind in diesen Anstiegen, sondern die haben sich dann schon festgesetzt und wurden dann nicht eben gleich wieder komplett vom Markt abverkauft und dann wieder auf neue Lows korrigiert. Von daher fasse ich es mal so zusammen, das, was wir aktuell sehen, gibt definitiv Grund und Anlass zur Hoffnung, dass wir hier es mit einem nachhaltigen Boden jetzt tatsächlich mal in diesem Markt zu tun haben könnten, ja, und wir es jetzt eben hier wirklich in den nächsten Wochen mit nachhaltigen Anstiegen und auch entsprechend nachhaltigen Setups zu tun bekommen, die dann eben so eine Aufwärtsbewegung dann eben auch wieder in der Basis über lange Zeit hinweg eben tragen können. Ich mahne trotzdem zur Vorsicht, also wer hier jetzt auch investiert ist oder jetzt sagt, ah, okay, ich steige da jetzt ein und ich schaue mir das jetzt mal wieder näher an, trotzdem hier bitte jetzt nicht hier irgendwie all in gehen. Ich möchte auch darauf verweisen, das ist auch für mich jetzt kein Markt, in dem ich persönlich immer irgendwie all-in gehen würde oder ähnliches, sondern das ist schon ein Markt, da sollte man sein Risiko eben auch sehr, sehr genau kontrollieren. Es steht aber auch außer Frage, dass das, was wir aktuell hier natürlich auch an Kursen präsentiert bekommen von diesen Aktien, natürlich absolute Schnäppchen sind. Und von daher auf jeden Fall mal eine Überlegung wert ist, auch wenn man da vielleicht einfach mal nur mit etwas kleinerem Geld rein investiert, kann sich das natürlich aufgrund der prozentualen Steigerungsmöglichkeit, die existieren, eben sehr, sehr interessant eben dann in nächster Zeit entwickeln. Also heißt für mich momentan zurücklehnen, einen durchziehen und der ganzen Sache entspannt entgegenblicken. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass diese Titel definitiv nicht tot sind, ja, dass hier noch Leben drin steckt. Wie gesagt, für mich ist der Vergleich immer der, man muss sich mal die New Economy Tech Bubble anschauen, wie damals die Titel ausgesehen haben, teilweise von denen heute
Titel absolute Blue Chips geworden sind. Ja. Wenn man sich da mal die Anfangsphasen dieser Charts anschaut, dann sieht das nicht arg viel anders aus als das, was wir hier erleben. Von daher, das ist alles absolut nichts Unnatürliches. Es ist natürlich hart, wenn man da live dabei ist, ja, und da schon länger investiert ist, klar. Ist uns auch selber auch passiert. Wir waren da auch teilweise auch schon zu früh drin. Aber ich habe jetzt auch diese Kurse genutzt, um hier auch nochmal aufzustocken bei Positionen. Und ja, wie gesagt, ich lehne mich jetzt mal zurück, warte ab, was in den nächsten Wochen passiert. Aber ich bin hier so positiv gestimmt auf diesen Markt wie schon lange nicht mehr. Ja, ich hoffe, das Video hat einen Mehrwert geliefert und ich wünsche noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.